Hallo, liebe Zuschauer von Concert Every Day und liebe Fans vom Band Supporter Contest. Heute gibt es die Vorschau aus Halbfinale bzw. Finale Ost, wie es bei Band Supporter heißt, am kommenden Samstag, den 10. März in Großzimmern. Das ist neben Darmstadt Richtung Aschaffenburg in der Kartbahn. Ja, also es sind die Bands aus dem Regiofinale Aschaffenburg und aus dem Regiofinale Darmstadt. Diesmal mit dabei. Fangen wir mal an mit der ersten Band, die in Aschaffenburg weitergekommen ist. Das ist Akustik Massaker. Die haben auch ein kleines Video inzwischen auf ihrer Facebook-Seite erstellt. Das blende ich jetzt auch gleich mal ein. Dann habt ihr da mal einen Überblick, wie es bei denen momentan aussieht. Und so wie das in dem Video klingt, sind die richtig heiß fürs Finale. Das wäre dann in der Zentralstation in Darmstadt am 6. April. Also da sieht es gut aus, dass die Jungs voll motiviert sind. Aber ich glaube, in diesem Finale ist die Konkurrenz ziemlich hart. Das ist ja schon ein Finale, wie es der Name sagt. Und es kommt ja auch wieder nur eine Band weiter. Also insofern schaut mal rein bei Akustik Massaker. Und ja, wir müssen sowieso noch ein Interview machen. Fällt mir gerade ein, ich war ja nicht in Aschaffenburg gewesen. Das fehlt mir noch in der Sammlung. Guten Abend, mein Name ist Professor Dr. Pussypunk und ich möchte Sie zu meiner allseits beliebten Serie, eine Band auf dem Weg zum Ruhm, begrüßen. Anhand der Band Akustik Massaker habe ich eine Formel entwickelt, die Sie unweigerlich ins Finale führen würde. Welches Finale, fragen Sie sich? Die Band Akustik Massaker spielt am 10.03.2018 in Großzimmern das Halbfinale zum Band Supporter Contest. Nun möchte ich diese Band ein wenig unterstützen und habe Ihnen die perfekte Formel entwickelt. Anhand einiger Fakten möchte ich Ihnen nun die Formel erläutern. Talent. Warum steht das da eigentlich? Talent hat die Band auf keinen Fall. Wir versuchen durch andere Faktoren dies zu überspielen. Stimmung macht die Band auf jeden Fall. Aber auch nur, wenn genug Bier dabei ist. Fans hat die Band. Naja, gut. Die Band hat Fans, wenn sie genug Geld hat, um diese zu bestechen und um nach Großzimmern zu kommen. Viel Geld wird natürlich auch gebraucht, um die Jury in Großzimmern zu überzeugen, dass sie ins Finale gehören. Nur leider hat die Band kein Geld. Aber Party können sie machen, denn zumindest reicht das Geld für Bier. Also helfen nur noch wenige Faktoren, um die Band ins Finale zu bringen. Da hätten wir einmal den Zufall und Glück. Aber was die Band auf jeden Fall ins Finale nach Darmstadt bringen wird, ist: Es sind verdammt hübsche Jungs auf der Bühne, was unweigerlich Frauen anzieht. Kommen Sie vorbei am 10.03.2018 nach Großzimmern zum Band Supporter Contest Halbfinale und unterstützen Sie die Band Akustik Massaker. Schönen guten Abend. Nächste Band, auch aus dem Regiofinale Aschaffenburg nach Großzimmern eingezogen ins Finale Ost, ist Via Diamonds aus Frankfurt. Via Diamonds waren vor, sind jetzt ja 3 Jahre schon wieder her, damals auch schon beim Band Supporter Contest mit dabei gewesen und sind damals auch ins Finale in die Zentralstation eingezogen. Und da habe ich auch noch das Video, war damals ja auch mit dabei, Straßenpoeten war das Jahr gewesen. Und da spiele ich euch nochmal was ein vom Finale, vom Band Supporter Finale 2015 muss es dann gewesen sein, genau. Und da schauen wir mal kurz rein. Ansonsten drücke ich da auch die Daumen. Wie gesagt, harte Konkurrenz am Start. Gucken wir mal, wer es dann tatsächlich das Rennen macht am Samstag. You must change your mind. We're making sense out.
dann haben wir die Sieger aus dem Regelfinale in Darmstadt vor 3 Wochen. Das war Rivers. Die hatten ja das Konzert auch so als erstes Konzert überhaupt in der neuen Konstellation. Wie gesagt, die Bandmitglieder machen ja selber schon länger Musik. Aber in der Formation gibt es ja Rivers erst seit kurzem, seit dem letzten Jahr im Herbst. Ja, da schauen wir da auch nochmal in den Auftritt rein. Für mich jetzt ein bisschen favorisiert, weil halt nah an Darmstadt dran. Die hatten ja auch schon in Darmstadt selber viele Leute am Start. Könnte sein, dass es da von den Zuschauern, von den mitgebrachten Fans ein bisschen nach oben ausschlägt. Bei den anderen Bands kann ich es nicht beurteilen. Wir haben ja noch Morning Mode als vierte Band gleich aus Mainz. Die hatten ja nun auch nicht so viele Leute in Darmstadt mit am Start. Aber durchs Publikum, die Zweitstimmen sind hier dann uns. Finale Ost dann jetzt eingezogen. Also so kann es dann auch gehen. Ja, es kommt ja nur eine Band weiter. Also diesmal kommt es vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf Eigenbewegung an, dass man Leute zum Voten mit hat. Von der Musik her, da ist es wirklich schwierig zu sagen. Morning Mode ist ja da so ein bisschen eher die Stoner Alternative Richtung. Rivers jetzt ein bisschen poppiger, rockiger vielmehr. Also ist offiziell Rockband. Schaut es euch mal an und abstimmen müsst ihr letztendlich dann, wenn ihr am Samstag ins Finale kommt. Letzte Band, ich hatte es gerade eben schon angesprochen, Morning Mode aus Mainz. Die hatten ja, wie gesagt, die Wildcard damals gezogen für die Vorrunde und dann über das Finale in Darmstadt jetzt nach Großzimmern ins Halbfinale eingezogen. Da bin ich mal gespannt, wie es läuft. Musikmäßig war es top gewesen und da drücke ich einfach mal die Daumen. Wenn es euch jetzt, wie gesagt, wieder gefallen hat mit der kurzen Vorschau oder generell meine Videos gefallen, lasst ein Like da, auch auf dem YouTube-Kanal. Da brauche ich auch immer noch mal Likes, wenn es euch gefällt. Ansonsten gibt es noch ein paar Interview-Videos. Ich habe es teilweise schon eingeblendet, wo ich die Interviews schon habe. Bei Via Diamonds, wir sehen uns ja dann auf jeden Fall am Samstag in Darmstadt, werden wir noch ein Interview nachholen. Und von Acoustic Massacre fehlt mir das auch noch. Die Sachen gibt es dann nächste Woche noch nachgeliefert hier auf dem Kanal bei mir. Und ansonsten sehen wir uns alle in alter Frische am Samstag. Tschüss!